Jawohl, und da sind wir bei Lifestyle und wie Emmy gesagt hat, wir haben uns fast gestritten, wer den Gast denn bitte machen darf im Talk. Jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass er hier ist. DJ, Producer, Remixer, Mr. Danos aus der Schweiz. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Hi Alex, freut mich. Im wahren Leben der Roland, der Rolli, haben wir uns drauf geeinigt. Und eben ganz wichtig auch, du bist oder hast als erster Schweizer DJ Platz 1 der Dance Charts erobert. Absolute Sensation, auch nach wie vor für dich mit Sicherheit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist schon ein Zeitchen her, ich glaube. Ja, bald mal, nein, nicht 20 Jahre, 15 Jahre ungefähr, Anfang 2000 war das und ich war da noch in meiner Ausbildung, in meiner Stifte, sagt man da auf Schweizerdeutsch, und in meiner Lehre und war da Lehrling damals und war da recht überrascht und danach ging es dann richtig steil aufwärts, sage ich mal, und konnte dann mein Hobby zum Beruf machen. Ja, da werden wir gleich noch drüber sprechen, auch über die großen Preise, die du gewonnen hast. Da ist ja unglaublich viel passiert, auch natürlich die Street Break. Vielleicht erstmal am Anfang für unsere Zuschauer in Nordrhein-Westfalen der Name, Mr. Danos. Was genau verbirgt sich dahinter? Es ist so ein bisschen, ich glaube, es schlagen zumindest, wie es so schön heißt, zwei Herzen in deiner Brust. Das hat ein bisschen was mit deiner Vergangenheit auch zu tun. Genau, also Danos, Nos, die einen oder anderen kennen vielleicht, ich fange immer so an und ich erzähle es meistens immer so. Viele kennen den Kinofilm Fast and the Furious. Da kennt man diese schönen blauen und roten Gaskartuschen, wo NOS draufsteht. Ich habe das früher als Jugendlicher mal betrieben, okay. So halb illegal. Als 16-Jähriger hatte ich ja meine eigene Tuning-Garage und habe da so die Autos getunt. Konnte mir einen coolen Namen machen in der Schweiz. Und viele kamen da auch zu mir, auch von der französischen Schweiz, und haben da ihre Autos getunt. Ich hatte das damals patentiert, bis es dann richtig illegal wurde. Und mein Spitzname oder mein Nickname war dann so Nosi. Und von dem her habe ich dann das so abgeleitet. Okay, Danos und Mister, weil ich halt nicht nur der DJ, sondern auch der Produzent bin. Ja. Und dann kam das eigentlich so historisch dazu. Ich wollte gerade sagen, weil in der Schweiz ist es ja nicht so ganz einfach, wenn es um etwas schnelleres Autofahren geht, weil wenn ich mal in der Schweiz bin, ich halte mich aber ganz genau ans Tempolimit, weil es kann ganz schnell auch in die Hose gehen. Genau, leider. Wie kam dann die Faszination zur Musik? Was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte? Ich will jetzt in den Bereich Musik raus. Was waren damals die ganz großen Vorbilder? Aus welchem Bereich kamen die? Ja, also ich musste auf Zwang von meinen Eltern schon mit 7 Jahren Geige spielen. Oh, hast du es gern gemacht damals? Und das ganze 6 Jahre lang? Nee, nicht wirklich. Aber das 6 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, und dann so mit 12, 13 Jahren fand ich das recht uncool und bin dann... Hab dann eigentlich angefangen aufzulegen bei uns im Jugendhaus in unserem Dorf. Und zwar nur Hip-Hop. Bin dann auch an die DMC-Meisterschaft gegangen. Eigentlich nur, ich komme vom Hip-Hop, vom Urban-Sound her und Scratch. Okay. Und Scratch eigentlich bis heute noch in meiner elektronischen Musik drin. Ist so ein bisschen so mein Markenzeichen eigentlich. Und war daher schon recht musikaffin. Hab dann auch in der Schuhband als Drummer, als Schlagzeuger gespielt. Und ja, also mein Herz hat schon immer für Musik geschlagen. Und Musik ist mein Ein und Alles. Ich finde, mit Musik kannst du super abschalten. Und bis heute mache ich eigentlich die Musik zum... meiner Crowd, meiner Fanbase, meinen Freunden und eigentlich meinen Fans den Alltag zu erleichtern. Ich sag's mal so. Und Du bist ja zumindest in deiner Heimat, es ist eigentlich mit einer der meistgebuchten DJs, über 200 Tage im Jahr unterwegs. Das ist auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, ne? Ja, geht was. Wie sind da die Reaktionen der Fans? Ist es immer positiv? Weil ich habe mal in einem Interview von dir gesehen, es gibt natürlich auch, weil du bist in der Schweiz so unglaublich bekannt, du bist ja auch schon mehrmals als einer der bekanntesten Prominenten von einem Magazin auch ausgezeichnet worden. Mhm. Gibt es auch so ein paar Schattenseiten, wenn man so bekannt ist, auch als DJ in der Schweiz? Ja klar, also... alles, was positiv ist, gibt es natürlich auch Negatives dazu, muss ich auch ehrlich sagen. Dass es aber dann schon recht, ausharren kann, dass sie dann wird, dass wirklich Leute zu mir nach Hause kommen und mich zu Hause bedrohen, im privaten Bereich ist das also wirklich Hardcore. Wirklich bedrohen auch. Ja, also sie haben auch an meinem Tourcar, also an meinem Auto, haben sie auch schon Zettel hingeschrieben, wo irgendwie drauf stand, meine Tage sind gezählt, es sind Beziehungen irgendwie kaputt gegangen, wo ich die Leute selber nicht gekannt habe. Sie haben meine Garagentür von meiner Autogarage unten am Haus schon besprayt und so, meine Tage seien gezählt und etc. und so weiter. Also richtig übel. Also ich denke gar nicht groß drüber nach, weil ernst nehme ich so oder so nicht, obwohl mich die Polizei selber angerufen hat und mich dann gefragt hat, ob ich irgendwie Anzeige erstatten will gegen Unbekannt. Aber egal. Ja. Wollen wir natürlich weiter über die Musik sprechen. Hier ist das aktuelle Album aus dem vergangenen Jahr, Red 2K15, war auch unglaublich erfolgreich. Und wenn man so ein bisschen runterguckt, auch bei den Tracks, da sehen wir einen Song mit einem Namen, den kennen wir hier bei uns in der Region auch verdammt gut. Du hast nämlich auch einen Song mit dem guten Kollega zusammen gemacht. Genau. Wie kam die Zusammenarbeit zustande? Vor einem Jahr hatte ich den Soundtrack Holding On für 3 Türken und ein Baby, wo unter anderem Echo Fresh und noch viele weitere mitspielen. Auf dieser Tour und allem rundherum habe ich einen Kollegen mit kennengelernt. Ganz ein cooler Typ. Ja. An dieser Stelle vielen Dank. Und
Ich habe auf allen meinen Alben, das ist mein 29. insgesamt. Das ist schon Wahnsinn, ja. Habe ich immer einen Hip-Hop-Song drauf. Das soll eigentlich so, viele fragen sich immer, was macht der elektronische House-DJ eigentlich so mit diesen Hip-Hop-Sounds und so. Aber das, genau, richtig. Ja. Und mein Herz schlägt natürlich auch für diesen Sound und ich komme von dort und das werde ich natürlich nie missen. Und auf all meinen Alben und EPs habe ich immer einen Hip-Hop oder so einen Urban oder einfach so einen Song, wo es so in diese Richtung geht. Ja. Und dazu haben wir so richtige Real-Shit-Beats ausgepackt und er hat da zwei coole Text drauf gemacht. Sehr geil. Gibt, glaube ich, aber leider davon gibt es kein Video. Also audiomäßig klar ist natürlich da, aber ihr habt kein Video zusammen gemacht, Kollege und du. Nee, für das hatten wir auch keine Zeit mehr. Es war dann ein relativ großer Stress auch für mich, dann das im Sommer letztes Jahr noch fertig zu machen, nach der Festivalsaison. Und dann Anfang September haben wir dann das Ganze rausgeschossen. Jetzt hast du eben auch kurz den Soundtrack erwähnt. Vielleicht wollen wir da mal ganz kurz reinschauen. Davon gibt es nämlich ein Video featuring Nico Santos, der auch bei deinem aktuellen Song mit dabei ist. Vielleicht ganz kurz mal reingucken, damit die Leute da draußen auch mal hören, wie hört sich's denn an, der Sound von Mr. Danos heute bei uns bei Lifestyle. So far down, love. I know what you're thinking. One night and I'll be gone. I promise you won't be alone. 'Cause I'm holding on. Mr. Danos, das war aus dem Soundtrack und du machst gerade auch noch irgendwas mit dem Handy gerade live auch für für meine ganze Fanbase, wo natürlich auch zu Hause in der Schweiz hochkriegt, wollte ich eine Live-Übertragung machen. Aber sie können uns auch in der Schweiz gerade live schauen über den Stream, nämlich über nrw.tv. Genau, schaltet rein, nrw.tv und dann entweder streamen oder genau live jetzt hier reinschalten. Und wenn es dann mal funktioniert, irgendwie funktioniert es nicht. Dann lassen wir es. Er ist auf jeden Fall immer online mit dabei. Gleich noch viel, viel mehr mit dem guten Rolli. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Gleich gibt es das aktuelle Video. Und wir wollen vor allen Dingen auch über die Street Parade ein bisschen reden. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt gibt es ja erst bei uns noch eine Runde Musik. Und dann sind wir gleich wieder da. Auf gar keinen Fall weggehen. Auch in der Schweiz beibleiben und weiter den Stream gucken. Danke. Hey everyone. Mit DJ Mr. Danos heute bei uns in der Sendung. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Danke auch. 2003 hatten wir eben schon gelernt, da bist du auf Platz 1 in die Dance-Charts gegangen. Wir wollen auch vor allem noch drüber sprechen, weil auch da, es gab sehr, sehr viele Nominierungen, große Preise auch bei dir in der Schweiz und du hast auch einige dann auch gewinnen können. Erzähl mal so ein bisschen, was das alles war in der Vergangenheit. Den Dance Award, der ist aber heutzutage, glaube ich, anders in der Schweiz. Da geht es, glaube ich, nur ums Tanzen. Ich selber tanze nicht so. Damals war es noch mit elektronischen Musik zusammengebunden. Das war der erste Award, wo ich damals abgeräumt habe. Dann war ich für viele weitere noch nominiert. Unendlich viele. Ich frage mich nicht, welche das alle waren. Der letzte war dann der Swiss Music Award. Das war dann 2014 war das, genau. Da war ich 5 Jahre hintereinander nominiert. Ich wollte schon gar nicht mehr gehen. Ist so ein bisschen die Leonardo DiCaprio-Nummer war das dann wohl auch bei dir. Ja. Die Journalisten haben mich auch immer so angehauen und haben auch immer so gerufen dort auf dem roten Teppich und so. War nicht schön. Ich lasse mal ein paar Bilder im Hintergrund laufen. Und das war dann in der Tat 2014, da hast du gewonnen. Das war für das Album Green. Also du hast einigen Alben verschiedene Farben gegeben. Das ist jetzt Red, du hattest Green mit dabei. Was hat es damit auf sich? Also das war eine... Also nein, ich muss anders anfangen. Ich hatte das Album Blue, das war das 27. Album, rausgegeben vor 4 Jahren. Das war recht erfolgreich, habe dann das Grüne hinterhergeschickt, weil Blue eigentlich meine Lieblingsfarbe war. Und ich gedacht habe, komm, mach's noch die Grüne dahinter. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich eine Trilogie draus mache, also alle 3 Stück am Schluss. Und letztes Jahr haben die Fans danach gefragt, man macht mir was und so, anstatt nur immer einzelne Singles oder EPs und habe dann das Rote hinterher geschickt, sage ich mal, oder hinterher produziert. Am Schluss konntest du dann alle 3 zusammenstellen, sodass alle 3 schön zusammen. Ist das auch vom Sound her gewisse Unterschiede zu den verschiedenen Farben? Ja, klar, auf jeden Fall. Also immer den Trend und der Nerv der Zeit treffen ist nicht immer ganz einfach. Probier's natürlich immer wieder und das Produzieren von so einem Album, es sind 19 Tracks drauf. Am Anfang waren es ungefähr 50 Demos, muss ich ehrlich sagen. 19 haben es am Schluss geschafft auf das Album.
Album. Und es ist schon ein Riesenstress, schlussendlich alles auf das Album raufzupressen. Von den Musikstilrichtungen her, es widerspiegelt eigentlich ein typisches Live-Set von mir. Also recht deepig, langsam fängt es an und dann wird es immer ein bisschen schneller. Gemischt mit ein paar Urban- und Hip-Hop-Beats. So in dem Stil. Ja, was ich bei dir ganz schön finde, das kann man auch, wenn man mal kurz hier nochmal aus dem Video rausgeht, wenn man bei dir auf die Homepage geht. Du bist nebenbei auch noch, hast auch eine eigene Radioshow auch. Das findet man hier, wenn man bei dir auf der Seite ist, unter dem Bereich Music, dann einfach runterscrollen. Wie lange machst du das schon? Also eine richtige Radio-Mix-Show hier. Das ist, glaube ich, ein Sender bei euch in Zürich. Ja, Radio 105, ganz ein bekannter Dance-Sender oder einfach ein Jugendsender bei uns in der Schweiz. Ja. Gibt es aber auch in Italien und, glaube ich, noch in anderen Ländern. Bin da seit eh und je Resident-DJ und eigentlich so der, wie soll ich sagen, eigentlich ein fester Bestandteil von dem Radiosender. Der Sender selber gibt es, glaube ich, auch schon seit 15 Jahren und macht auch coole Events und viele Mixshows. Also neben mir David Guetta und so weiter, Tom Novi, Deutschland auch dabei. Und Sonntag, Freitag, Samstagabend ist da immer Vollgas-Party angesagt. Da kann man sich einen DJ nach dem anderen im 60-Minuten-Takt reinziehen. Auf meiner Page selber stelle ich dann den einen oder anderen Mix dann online, wo man sich dann zu Hause noch im Nachhinein reinziehen kann für diejenigen, wo das verpasst haben oder sonst noch eine coole Hausparty, Homeparty feiern wollen. Was auf dem Album nicht mit drauf ist, aber was ja ziemlich brandneu ist von dir, ist der Song Why Did You Leave? Das ist das aktuell und da hast du dir in diesem Jahr, er kam ja dann im Februar raus, hast du dir was ganz Besonderes ausgedacht, sowohl in der Schweiz auch als hier bei uns in Deutschland. Was hat sich dahinter versteckt hinter dir? Also es war mehr oder weniger eine Hauruck-Aktion. Das Demo war im Dezember fertig. Wir wussten am Anfang nicht genau, was wollen wir oder wie wollen wir mit dem Song raus? Und mal etwas an meine Fans zurückgeben oder an die Fanbase mal was zu verschenken, aber mit einem speziellen Tag, mit einem speziellen Gedanke dahinter kam er dann auf dem Valentinstag an alle schönen Verliebten und Singles und so weiter, natürlich auch in Deutschland. Also wir haben den schlussendlich überall verschenkt, über 2-3 große Plattformen und zwar nur für 24 Stunden. Also wirklich nur am 14. Februar, am Valentinstag, konnte man sich den Song als Geschenk leisten, sage ich mal. Und am Montag war er dann wieder in allen Stores, also zu kaufen und sind danach sogar noch gechartet dann in die Media-Control-Charts, obwohl es über irgendwie 40.000, 50.000 Downloads gab. Ich wollte gerade sagen, wie waren die Downloadzahlen? Ja, war recht überraschend. Also ich habe mit 2.000, 3.000 gerechnet, dass es dann am Schluss doch so 40, 50 sind alleine in der Schweiz, dann kommt Deutschland noch dazu. Ich glaube, da waren es auch so gegen die 20. Recht geil, recht geil. Ja, und auch da natürlich eine bekannte Stimme mit dabei. Also auch, du hast auch wieder mit deinem Kollegen zusammengearbeitet. Ist das jetzt ein fester Bestandteil auch bei den vielleicht zukünftigen Songs, dass du mit Nikos zusammenarbeiten wirst? Er hat momentan selber eine ganze bekannte Nummer, Home, in den Charts vertreten. Er geht natürlich seinen eigenen Weg, ist ein eigener Sänger, macht das auch super und ich nehme mal an, und wäre natürlich cool, wenn wir wieder ein paar Projekte zusammenreißen. Ja, und ihr könnt übrigens jetzt nicht unbedingt diesen Song, aber ihr könnt das immer noch aktuelle Album gewinnen. Hier vorne steht es nämlich, Red2K15. Er hat ein paar mitgebracht. Ihr müsst auch gar keine große Frage beantworten, sondern einfach nur eine E-Mail schicken an die redaktion@nrw.tv. Und da könnt ihr mit etwas Glück dieses wirklich geile Album gewinnen. Und da ist er nämlich auch mit dabei. Auch Kollege haben wir eben auch kennengelernt. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal ins aktuelle Video hineinschauen. Mr. Danos, Why Did You Leave? Und da gleich noch viel, viel mehr und vor allen Dingen auch das Thema Street Parade in Zürich. Vielen, vielen Dank, Rolli, für deinen Besuch. Und jetzt erstmal Mucke von Mr. Danos. As I'm walking through these halls, I feel cold inside, you're all gone and all these doors are locked. See, I dreams fall like these walls, I can't seem to hide. Seem to hide as I feel the fault here in the dark. Now our love is burning and fading, but I need you here, and you won't return. No, you're saying you're ready to leave. I guess that I've learned now I'm playing. I've been selfish, I see, and now it's too late. Oh, why did you feel weak, but I won't do it anymore.
guess you've heard it all before. And now I'm over here, over here, trying to lead hearts to a safe for sure. And now our love is burning and fading, but I need you here, and you won't return. No, you're saying you're ready to leave. I guess that I've learned now I'm playing. I've been selfish, I see, and now it's too late to be asking. Oh, why did you? Why did you leave? Why did you leave? Jawohl. Und ihr noch mal ganz kurz die Erinnerung. Ihr könnt das Album gewinnen. Einfach eine Mail schicken an die redaktion@nrw.tv. Und dann gibt's ja gleich noch viel, viel mehr weitere richtig coole Infos von Mr. Danos heute bei unserer Sendung. Vielen, vielen Dank, Rolli, bis hierhin. Und jetzt gibt's ja erstmal ein kurzes Päuschen, dann sind wir gleich wieder da. Bleibt bei uns. Danos, heute bei uns in der Sendung, erzählt zu den erfolgreichsten Schweizer DJs, Producern und Remixern. Über 100 Songs darunter, sage und schreibe, es ist einfach so, es ist irre. 29 Alben. Das muss man erst mal sacken lassen. Ihr könnt es ja immer noch gewinnen, auch das Aktuelle. Einfach eine Mail schicken an die redaktion@nrw.tv und da könnt ihr es gewinnen, das Red 2K15. Sollen wir natürlich auch noch mal so ein bisschen allgemein über Auftritte sprechen. Wir haben gesagt, über 200 Tage im Jahr bist du ja unterwegs, auch in der Schweiz. Aber auch im Ausland mit Sicherheit auch schon diverse Auftritte gehabt. Was waren für dich da so die kuriosesten oder die weitesten Auftritte, die du hattest? Die weitesten waren in Asien, Thailand und in Sydney, in Australien. Ja. Ich muss aber sagen, am allerliebsten spiele ich natürlich zu Hause oder irgendwo in der Nähe, in der Umgebung, wo die Leute dann wirklich kommen und meine Songs auch, wie soll ich sagen, auswendig mitsingen. Und das ist auch das, wo mich eigentlich immer motiviert, weiterzumachen. Ja. Und eigentlich der Spaß an der Musik nicht zu verlieren. Vor allem, was die vielen, vielen Live-Auftritte anbelangt. Wenn die Leute richtig auf dich warten und sie dich kennen und deine Musik auswendig kennen, das ist schon recht cool. Ist es vom Publikum her, wie sind die Zuschauer im asiatischen Raum oder auch Australien? Ist es einfach so, dass Musik auch da einfach, it's a universal language. Das ist einfach da. Grundsätzlich schon, auf jeden Fall. Also kommt darauf an, mit welcher Message du natürlich daherkommst und die Leute, die ich auch kenne. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sonst stehen sie schon ein bisschen so da, so. Und stehst du ein bisschen so da, wie so bestellt und nicht abgeholt. Aber so soll es natürlich auch nicht sein. Es sind natürlich Festivals, wo die Leute genau wissen, das läuft natürlich genau diese Musik. Aber wenn sie dann warten oder Leute wirklich kommen mit irgendwelchen Gadgets, wo sie von dir selber gemacht haben und so weiter, ist das schon recht cool. Ja. Wird es auch bald eine Möglichkeit geben, dass wir dich hier bei uns in der Region sehen oder allgemein in Deutschland? Gibt es Termine, die soviel ich weiß, im Mai ist aber mehr im südlichen Raum, also vor allem Baden-Württemberg, Bayern unterwegs, werde dann aber so im Sommer, glaube ich, auch wieder hier in die Region kommen. Wunderbar, dann haben wir endlich die Chance, dich auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen dann vielleicht auch mal zu sehen. Street Parade, auch für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast das große 20-Jährige genau. In das große Jubiläum. Du bist mit dabei natürlich seit 96 und ich mache auch mal nebenbei die Seite auf die Street Parade. Vielleicht noch mal kurz die Erklärung für Leute, die es noch nicht in Zürich selber miterlebt haben. Ein unglaubliches Event, oder? Ja, ich habe früher auch an der Love Parade gespielt und leider ein Drama passiert, wo... Ja. Ja, will ich nicht drüber, also weiter drüber eingehen, aber damals schon gespart, hier auch in Deutschland sehr, sehr, sehr cool und seitdem pilgern natürlich auch viele Deutsche, auch wieder zum zweiten Wochenende im August, also für alle Leute, wo jetzt zuschauen, kommt in die Schweiz nach Zürich, über 1 Million Leute, wo da das mitmachen, lohnt man sieht es hier und das lohnt sich wirklich, also für mich ist die Street Parade wie Geburtstag, Silvester und weiß auch nicht, irgendein Schweizer Feiertag, alles auf einen Haufen und nein, also ich blühe da richtig groß auf und es ist auch für mich ein emotionaler Tag, weil ich meine ganze Karriere und eigentlich auch meine, ja, wie soll ich sagen, meine Musikwelt rund um diesen Event aufgebaut habe und es ist, also auch ich bin da noch aufgeregt wie ein kleines Kind, wenn die Street Parade anfängt, am morgen früh, wenn ich aufstehe. Wir haben einen der längsten Love Mobiles, um die 38 Meter. 38 Meter ist der Wagen von dir? Genau, also immer einer der längsten, wo man auch im Fernsehen dann sieht. Und, wie viel Bums hat er denn? Wie viel Watt sind da? Wir sind da um so eine 500.000 RMS Wattleistung. Also das knallt recht geil
Dann sind so an die 350 bis knapp 400 Leute drauf. Wahnsinn. Und haben dann dort Bars und Sofas und so chillig, wie wir auch hier sitzen. Das sieht man von außen gar nicht. Also wir haben auch ältere Leute drauf. Ja. Und das Durchschnittsalter ist ungefähr 35. Also recht alt auch. Also alt. Nein, also relativ cool. Es sind auch Stammgäste, die fragen, die kommen irgendwie einmal im Jahr in Ausgang und die geben sich dann voll die Kante und die fragen schon ein halbes Jahr davor, wann können wir wieder Tickets haben und so weiter. Ja. Was auch nicht gerade günstig ist, weil das Laufen beides kostet. Also so ein großes Ding herzustellen, dass es auch Spaß macht, geht natürlich ohne Sponsoren auch nicht. Das funktioniert. Aber über die Jahre hinweg versuchst du dich auch immer wieder zu toppen und es ist einfach ein geiles Ereignis. Ja. Du hast 2011 ja auch die offizielle Hymne auch gemacht für die Street Parade. Ich habe da auch mal ein paar Bilder vorbereitet. Da sehen wir nämlich auch ein paar Bilder von dir auch auf dem Wagen. Wir gucken mal ganz kurz rein, wie das aussieht bei der Street Parade in Zürich. Wirklich im Herzen, in der City von Zürich. Ne? Da musst du lange suchen in anderen Städten, um sowas dann zu finden. Ja, vor allem in einer Stadt, wo so eng gebaut ist, wie wir bei uns. Nein, Scherz. Aber es ist schon wirklich super Wetter, zum Glück fast jedes Jahr gehabt. Und gut, ich kann mich daran erinnern, 2013 hatten wir mal, glaube ich, irgendwie 8 Grad. Das war dann recht hässlich. Dann kommen leider nicht mehr so viele Leute. Ja. Aber sonst immer, danke lieber Gott, dass wir immer so tolles Wetter haben. Und die Atmosphäre sieht man auch hier jetzt auf diesen Live-Bildern. Das ist eine Sensation. Ja. Ich habe es ja vor vielen, vielen Jahren, war ich auch mal vor Ort, haben wir für eine andere Produktion mal gedreht. Was ich krass fand damals, ich dachte so, ja, Schweiz ist vielleicht eher so ein bisschen zurückhaltend, aber diesen Geschichten, no way, schön freizügig, was da abgeht. Da kommen dann alle aus dem Hüsli, weißt du. Und das Krasse fand ich, wir hatten damals ein Hotel mitten in der Altstadt von Zürich und da hat uns das Hotelpersonal auf jedes Kopfkissen so Oropax hingelegt. Die brauchst du aber eigentlich zu benutzen, weil wirklich die gesamte Nacht die Altstadt, jedes Gebäude hat irgendwie vibriert. Du hast das überall gespürt und gemerkt. Also von der Stimmung her eine unwahrscheinliche Geschichte, Street Parade. Also wie gesagt, das ist wirklich ein einmaliger Anlass, wo du eigentlich weltweit eigentlich irgendwo suchen kannst. Gut, mittlerweile gibt es sehr, sehr geile Festivals in den letzten 10 Jahren aufgekommen, aber Street Parade ist immer noch das Nonplusultra. Ja. Also für alle, wo irgendwie nichts vorhaben, 2. August-Wochenende, Samstag, der 13., glaube ich, weiß nicht genau auswendig. Mal ganz kurz kommt Seite nach Zürich. Auf. Genau, kommt definitiv nach Zürich. Hier habe ich die Seite nochmal auf streetparade.com, aber geht definitiv auch nochmal bei uns auf die Seite lrw.tv. Da gibt es nämlich die ganzen Informationen zu Mr. Danos. Da kommt er auf seiner Homepage, da könnt ihr euch die Videos auch nochmal anschauen. Guckt mal hier und auch so ein paar Fotos hier mit dem Swiss Music Award in seiner Hand, der glückliche Gewinner. Also vielen Dank, Rolli, für Danke deinen dir. Besuch. War cool. Alles Gute weiterhin. Hoffentlich können wir dich bald hier bei uns in der Region sehen. Und denkt dran, ihr könnt immer noch diese CD gewinnen. Einfach eine Mail schicken an die redaktion@nrw.tv. Mr. Danos, vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss, Alex. Danke. Ciao.